Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Clash of Clans. Ich bin alleine und heute ist ein dummes Thema dran. Vielleicht, wie ihr im Titel seht, das Thema Hitze. Zumindest anders gesagt Sonne. Ja, wir sind angekommen an dem bis jetzt schon heißesten Tag, den wir bis jetzt hatten. Weiß ich ja nicht. Aber morgen, das heißt morgen Samstag, welcher ist morgen? Morgen ist der 4. Das heißt, der 4. Juli 2015, das heißt, es ist morgen Samstag, da sollen es 40 Grad werden, sorry. Und das hält man noch gar nicht aus. Ich liege gerade unter meiner Decke. Keine Ahnung warum, das mache ich immer. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen, 40 Grad. Und ich schlafe ja noch im Zelt, deswegen kann ich morgen und übermorgen keine Let's Plays machen. Das geht einfach nicht. Weil, na, übermorgen könnte ich eigentlich abends ein Let's Play machen, aber sonst geht das nicht, weil das Zelt sich überhitzt, dann überhitzt mein Handy und das Aufnahmeprogramm ist dann im Arsch. Ich habe keine Ahnung warum, aber wir können jetzt eigentlich erstmal angreifen, oder? Oder haben wir hier noch einen Angriff? Das geht immer locker. Eine Stunde, 20 Minuten, Alter. Jo, läuft bei uns. Und das neue Update natürlich, hier, ist halt die Armeeübersicht. Dann ist hier die erste, zweite, dritte und vierte Kaserne. Hier sieht dann die dunkle, die wird gerade ausgebaut. Ich mache gerade Schweinis. Hier ist die Zauberspruchfabrik. Es gibt jetzt auch neue Zauber. Sieht man hier im Profil. Einmal den Giftzauber. Oder wir gehen einfach mal hier rein, oder? Hier. Wollen wir mal Tönen an. Der Aufstieg der Meistermagier und Legenden. Drei neue Zauber für die Fabrik für dunkle Zauber. Erreiche Rat das Level 10, um deinen Drachen auf Level 5 zu verbessern. Abratos 9 hilft dir ein zweiter Luftfeger dabei, den Himmel frei zu halten. Neue Ligen sowie Legendenliga-Turniere und Legendentrophäen. Okay. Die Fabrik für dunkle Zauber. Nutze dunkles Elixier für die Entwicklung fortschrittlicher Taktikzauber. Abratos 8. Giftzauber. Erschaffe eine Giftwolke, die Verteidiger verlangsamt und ihnen TP entzieht. Erdbebenzauber. Beschädigt Gebäude und Mauern. Eilzauber. Der beste Temposchub aller Zeiten. Halb so viel Lagerplatz wie für einen Wutzauber benötigt. Diese dunklen Zauber nehmen halb so viel Platz wie ein regulärer Zauber. Kombiniere nach Belieben und experimentiere mit ihnen. Neue Ligen und das Legenden-Liga-Turnier, das habe ich ja gerade bestimmt schon erzählt. Und weitere Verbesserungen. Spielballon. Reduziere Erzeugungszeiten in der Zauberspruchfabrik. Zusätzliche Zauber können jetzt in der Warteschlange gesetzt werden, auch wenn das Zauberlager voll ist. Alle Ressourcenlager sind jetzt immun gegen direkten Zauberschaden. Clan-Turniere dauern einen ganzen Monat und mehr Spieler pro Clan können noch mehr Juwelen verdienen. Das heißt, die Besten der Welt. Der beste Clan der Welt kriegt ja Juwelen und ja, da kriegen halt mehr Spieler, das heißt nicht die ersten, sondern auch ein paar mehr halt Juwelen im Clan. Ausbildungskosten von Barbaren, Bogenschützen, Drachen und Packer auf einigen Leveln geändert. TP von mehreren Gebäuden erhöht. Verbesserung per KI oder KI. Truppen und Helden greifen Mauern weniger an. Das bedeutet, wenn die Königin. Ist ja meistens so richtig schlau und geht nur auf die Mauern. Und diesmal wurde das entfernt. Das heißt, weniger macht die das jetzt. Truppen und Helden durchbrechen Mauern nicht mehr, um zu einem zerstörten Ziel zu gelangen. Das heißt, sie zerstören keine sinnlosen Mauern mehr. Und Mauernbrecher ändern ihr Ziel. Also das heißt, wenn man viele Mauernbrecher auf einmal hinsetzt, gehen sie nicht mehr auf sinnlose Mauern. Dann gehen sie einfach weiter. Seltene Fehler behoben bei dem Helden oder Abwehranlagen festhängen und nicht angreifen. Okay, Benutzeroberfläche, das ist jetzt anders, nur das ist hier nur dieser extra Button hier. Und ja, dass die Portal hier oben ist. Was ist denn? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Von einer unbekannten Welt. Dann machen wir jetzt mal einen Angriff und zum Thema Hitze. Ich hatte gerade Schule und hatte voll Bock nach Hause zu gehen, damit ich erstmal was trinken kann. Ich hatte halt kein Trinken mit. Und
Es ist jetzt schon übel heiß, es soll noch wärmer werden. Ich weiß gerade nicht, wie warm das so ist. Ich glaube, so um die 30 Grad ist es ja. Oh, fetter Loot, fetter Loot. Also um die 30 Grad ist es, glaube ich, gerade. Und ja, da hat man halt keinen Bock, dann schlafe im Bad mit dem Feld. Das wäre noch schlimmer. Weil ich muss ja im Feld schlafen und das haben wir schon seit gestern aufgebaut. Ja, da war ich heute mal, da war ich mal wieder richtig schlau und habe das Feld aufgebaut. Und ja, jetzt ist das dann bestimmt schon übelst überhitzt. Da kann man dann im Zimmer da kaum schlafen, das kann da sein. Hab noch nicht ausprobiert, zum Glück. Also besser ist es, dass ich nicht ausprobiere. Ich muss ja heute Abend im Garten schlafen. Und darauf habe ich mich auch schon mega gefreut. Und ihr könnt das dann auch mal ausprobieren mit dem Mauerbrecher, dass wir wirklich bis nach 10 Ziele gehen. Und zum Beispiel, wenn hier außen und also hier eine Mauer ist, musst du dann halt nicht sinnlos da rausgehen halt. Auf dieser, und ich habe auch, vielleicht mache ich auch bald ein neues System, und zwar ein Clash of Clans Hack. Probier ich mal aus. Dass dann aber alle denken, oh, du hackst ja den ganzen Server. Nein, das ist so ein privater Server. Das bedeutet, ja, ihr spielt halt privat gegen, wenn ihr halt anderen eingreifen wollt. Spielt halt privat gegen andere Hacker sozusagen, die die App auch nutzen. Können wir jetzt mal auf Stunde gehen? Der Bahnkönig vor, los. Nicht die Platten. Ah, jetzt hast du das Ding nicht mehr bekommen. Oh, komm bitte! What the fuck? What the fuck? Naja, minus 20 Pokale. Ich hab mein Zimmer noch gar nicht aufgeräumt. Und ich bin schon bei 7 Minuten. Würde ich mal sagen. Machen wir das jetzt mal mit den ganzen Helden und so. Also mit den Mauernbrechern. Nehmen wir mal ein paar. 27 reichen und dann halt noch einen Bogenschützen hinterher und dann gehen wir einfach mal. Wenn ich einen kleinen Krieg. Hab schon zwei angegriffen und ich hätte schon meinen Loot-Bonus. Wollte ich euch eigentlich überraschen, aber so überraschend ist das in eurer Rede nicht. Das heißt, seht ihr, wenn die Gruppen angreifen, gehen die dann sofort auf die nächste Mauer. Das wollen. Seht ihr das? Das ist nämlich zum Beispiel gut, weil ich kann schon 100% nehmen. Hätte ich nicht alle auf einen Fleck setzen sollen, oder? Und ihr, yeah. Und? Ich soll auch noch einmal, dass die Bogenschützen jetzt nicht mal einen Bogen schießen, sondern. Fuck, kann ich jetzt nicht mehr zeigen. Sondern die schießen jetzt direkt wie eine Laserkanone drauf. Ich kann euch mal eine Verteidigung von mir zeigen. Oh, ich bin das noch gewundert. Einen Bogenschützen habe ich noch hier drin, ne? Ja, ich weiß es dann. Kann ich gleich mal löschen, ja. So, oh nein, Verteidigung. Ich glaube, der war. Nein, geht ja gar nicht. Dann mache ich den mal. Geht das hier? Ach Mist, wie kann ich euch das jetzt mit Blitzzauber überhaupt zeigen? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht alles scannen, also chillen. Hat mal jemand hier eine Verteidigung gemacht? Oh, hier, super, das hat sogar einen Angriff gemacht. Hoffentlich ist das, dass er mit Blitzzauber angreift auf die Lager. Oh, da hat ein Eilzauber dabei. Da kann er uns das gerne mal zeigen. Ja. Oh, das ist so schick, und den hat ja auch gerade, oder? Wann sitzt er denn ein? Du bist wieder eigentlich
Okay, das leckt. Nein, ich muss wieder einhören. Okay, wo macht jetzt die Eil den Eilzauber drauf? Ich muss das nicht mehr sehen. Hm, wer macht neue Eilzauber drauf? Ich will das jetzt mal sehen. Oh, ich hab das nicht erzählt. Wer macht der Eilzauber? Den Altzauber nicht gemacht, schade. Ich hab schon gedacht, dass er jetzt den Altzauber macht, aber kann man ja nicht wissen. Nicht noch irgendeine Verteidigung oder so? Nee, ne? Na, dann würde ich sagen, was mit dem Video. Und es würde mich freuen, wenn mir mal jemand ein Intro macht. Wie in den letzten Videos auch schon angekündigt. Und da würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.